mein letzter Tag hier und Bad Füssing zeigt sich wettertechnisch von der allerbesten Seite. Ach, ich kann es gar nicht glauben. Ja, nach so ein bisschen Shopping und Spazierengehen in Bad Füssing bei dem herrlichen Wetter werde ich jetzt wieder rein verschwinden und vermutlich erstmal einen Tee trinken, meine Hände aufwärmen und dann mal schauen, was ich noch mache. Also am letzten Tag habe ich das Wetter noch unglaublich genossen. Es war so schöner Sonnenschein und bin draußen gewesen und habe Tee getrunken ganz in Ruhe und habe mich entspannt. Und genau das war Sinn und Zweck des letzten Tages, deswegen, oder des ganzen Urlaubs besser gesagt, und natürlich auch des letzten Tages. Ich habe dementsprechend auch ganz entspannt dieses Buch gelesen, Der Atem der Vögel von Klaus Böldl, Zungenbrecher. Auf jeden Fall kann ich sagen, es hat mir unglaublich gut gefallen. Die Sprache darin ist außergewöhnlich packend, spannend, präzise und gleichzeitig erzählt er gar nicht so viel, der Autor. Also es ist nicht so, als ob eine große Geschichte innerhalb von 140 Seiten erzählt wird, sondern vielmehr die kleinen Dinge, die alltäglichen Dinge, die uns oft eben nicht so sehr unterkommen, sondern die wir übersehen oder übergehen, und genau das schafft der Autor und fängt diese Momente ein und beschreibt diese Momente, und zwar sehr genau und sehr liebevoll und gleichzeitig manchmal auch ungeschönt, um genau eben das zu machen, das auszudrücken, was er da sieht, was er da erlebt, wie es ist. Es ist eine gewisse Form von Achtsamkeit, finde ich, denn selten gucken wir so genau hin. Wo geht ein Weg entlang? Wo führt er hin? Oder was nehmen wir überhaupt wahr in unserer Umgebung? Ebenso bringt er wunderbar nicht nur die Perspektive des Erzählers quasi von Philipp ein, sondern auch von Ranva, der Tochter seiner Lebensgefährtin Johanna. Und auf Ranva passt er oft einmal auf und sie entdecken die Welt so ein bisschen und gleichzeitig ist Philipp aber auch noch auf der Suche nach sich und ja, entdeckt die Welt. Und Ranva hat wundervolle Gedanken. Also ein Beispiel ist, es geht um einen Mann, der sich schämt, in die Kirche reinzugehen, zu Gott zu gehen, denn er hat ja aus Trauer, aus Kummer ganz viel Alkohol getrunken am Abend vorher und ist noch ziemlich betrunken. Und deswegen schämt er sich so sehr. Und Ranva würde darauf sagen, warum kommt denn dann Gott nicht aus der Kirche raus und umarmt ihn und tröstet ihn. Und genau diese Art und Weise beschreibt Klaus Böldl, und ich fand es eine wundervolle Sprache. Es ist tatsächlich weniger ein Buch, in dem man konkret etwas lernt, sondern vielmehr eben der Weg des Zieles. Und ich kann es euch nur empfehlen, so einen Moment innehalten, einen Nachmittag, einen Abend, vielleicht auch länger, wenn ihr es schafft, zwischendrin aufzuhören, denn ich finde, es ist einfach so leichtgängig geschrieben und so reinziehend und sogentwickelnd, dass man kaum aufhören kann und kaum Pause machen kann. Aber genau das macht man mit diesem Buch. Mal Pause von seiner eigenen Realität und seinem eigenen Leben und schaut sich mal die Welt von Philipp an. Ich kann euch nur sagen, lest es, denn es ist, ja, es ist ein wundervolles Buch. Ich werde mich auch nach den übrigen Werken von dem Autor umgucken und mal schauen, ob mich da auch noch was anspricht. Denn wie gesagt, die Sprache unglaublich, unglaublich faszinierend und gut. Das möchte ich vielleicht noch in anderen Büchern entdecken, denn ich kenne so ein paar Bücher, die sind ähnlich, die haben irgendwie die gleiche Wirkung auf mich, aber trotzdem eben nicht so viele. Und deswegen möchte ich mal gucken, wie es mit den Autoren aussieht, ob die eben noch was Zweites haben oder noch mehr haben, das in einer ähnlichen Art und Weise geschrieben ist und dementsprechend vielleicht mich da auch beglücken kann. Damit ist es auch das Ende meiner kleinen Reihe aus meinem Wellnessurlaub. Ich fahre morgen ganz in der Früh nach Hause. Da bin ich vermutlich zu müde, um irgendwas zu erzählen. Deswegen ist auch hier und jetzt das Ende des fünften Tages gesetzt. Und ich werde noch ein bisschen meinen Kram packen und mich darauf vorbereiten, eben morgen möglichst früh aus dem Bett zu fallen, zu duschen und loszufahren. Denn tatsächlich wird morgen ein für mich doch durchaus auch spannender und interessanter Tag. Deswegen muss ich so früh starten und freue mich auch drauf. Denn ja, alles hat seinen Sinn, alles hat seinen Grund. Und bis dahin hoffe ich, bleibt ihr mir treu und kommt bald wieder und schaut auf meinem Kanal vorbei. Dann erzähle ich euch noch mehr zu Büchern.
Und ich freue mich darauf. Bis ganz bald. Tschüss.